verdient hat. Nur das Problem ist, dass das hat tatsächlich auch funktioniert. Also so ab 2000 hat man sich dann außergerichtlich geeinigt, sind alle Vorwürfe gegen ihn fallen gelassen worden. Und dann hat er also richtig durchgestartet, ist aber nicht mehr bei Microsoft eingestiegen, sondern hat die Bill und Melinda Gates Stiftung gemacht, und zwar im Stil eines Hedgefonds. Er hat seine ganzen sehr zweifelhaften Geschäftsmittel dann auf diese Stiftung angewendet. Da hat er sehr geschickt am Anfang operiert, hat er gesagt, also ich will etwas zugunsten der Menschheit. Und da hat die Impfung von Kindern in der dritten Welt sich zum Ziel gesetzt. Aber was keiner damals erfahren hat, ist, dass er gleichzeitig einer der größten Aktionäre der Impfkonzerne geworden ist und auf diese Art und Weise sehr viel Geld gemacht hat. Und diese Bill und Melinda Gates Stiftung ist über die Jahre immer mächtiger geworden. Also die verfügen im Moment über ein Vermögen von ungefähr 50 Milliarden US-Dollar. Und die sind immer mächtiger geworden und die haben weitere Organisationen gegründet. Und jetzt wird es richtig interessant. Also die haben zum Beispiel im Jahre 2000 die GAVI, die GAVI gegründet. Das ist die Global Alliance for Vaccination, also die globale Allianz für BlackRock, also da schließt sich der Kreis wieder. Also diese Leute haben ganz viele eigene kleinere Organisationen.